Boah, Juan, deine Haare sehen ja so schön aus. In Wahrheit sehen meine Haare so aus. Hallo Mädels, willkommen wieder zu einem neuen Video, in dem ich euch zeige, wie ich meine Haare mache, beziehungsweise diese Locken. Ich hatte sie in den letzten zwei Videos und da haben viele nachgefragt, Juan, wie machst du denn deine Haare? Die sehen so schön aus. Es geht super einfach, das kann selbst ein Mann nachmachen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, Schnuggis, dann fangen wir mal an. Als erstes teile ich meine Haare. Ich beginne mal von unten. Also als erstes glätte ich die erstmal. Ich glätte nur den Ansatz, damit die nicht so ausgepufft aussehen. Glätten wir den Ansatz. So ihr Lieben, wenn ihr dann fertig seid, müsste es so aussehen. Also ich habe jetzt nur den Ansatz geglättet und so perfekt muss es jetzt auch nicht sein. Unten habe ich es so gelassen. Jetzt nehmen wir unseren Lockenstab. Ich habe den von Remington und ich habe den schon seit 500 Jahren. Der ist schon so alt. Ist auch völlig egal, was für ein Lockenstab ihr nennt. Muss jetzt nicht der teuerste sein oder der neueste oder der was weiß ich so. Ja, und dasselbe machen wir jetzt nochmal. Wir nehmen jetzt nochmal die Haare, die unteren Haare. Dieser Lockenstab hat so ein Klappding, aber den benutze ich nicht. Ich nehme jetzt einfach meine Strähne. Wir nehmen jetzt unsere Strähne und wir gehen dann einfach nur hier so durch. Drum. Ich lasse den jetzt auch nicht so lange dran, also ich warte ein bisschen und dann zähle ich bis 10. Okay, schon etwas lange, aber kommt halt auch drauf an, wie ihr eure Locken haben möchtet. Wenn ihr jetzt dolle Locken haben möchtet, dann müsst ihr das natürlich länger dran lassen. Wenn ihr aber nicht so dolle haben möchtet, dann auch nicht so lange. Und es ist auch völlig egal, in welche Richtung ihr das einwickelt. Also mir persönlich ist es egal, mir fällt da jetzt irgendwie kein Riesenunterschied auf. Ach, ist das schön, wir kommen langsam dem Ende zu. So, jetzt sind wir fertig. Gucken jetzt erstmal, das muss überhaupt nicht ordentlich sein. Also für mich persönlich muss das jetzt nicht so perfekt sein. Die müssen jetzt auch nicht zu doll sein, obwohl meine immer so zu doll sind. Ja, jetzt benutze ich zuletzt nochmal dieses John Frieda, was ich auch zu Beginn benutzt habe. Ich nehme mal zwei Tröpfchen und gehe damit durch mein Haar, damit die nochmal so ein bisschen Glanz haben. Und übrigens, ich benutze kein Haarspray. Also klar, wenn man jetzt so abends damit weggehen möchte, dann benutzt man Haarspray, damit es länger hält wegen dem Wind und alles. Aber jetzt so mit, also wenn man jetzt nicht weggehen möchte, wo es jetzt nicht unbedingt perfekt aussehen muss, nutze ich keinen Haarspray. Im Gegenteil, ich gehe nochmal mit einer Bürste durch, damit die noch natürlicher aussehen. So, das war's. Ganz einfach, geht super schnell. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi!